S7 Schichtbeginn. Aufgrund der Pleite von Abellio hat die DB den Betrieb auf der S7 mit den 612ern übernommen. Du übernimmst in Hagen einen Zug aus der Abstellung, den du ohne Halt bis nach Wuppertal-Oberbahn bringst. Dort setzt du als S7 zum Hauptbahnhof mit Halt an allen Stationen ein. Dort angekommen wird ein Kollege dich ablösen und den Zug weiter nach Solingen bringen. Mach deinen Zug startklar und begib dich auf den Weg. Gute Fahrt. Das wünscht der Szenarioentwickler Tom Fresco. Das Szenario verlinkt in der Videobeschreibung und das wünsche ich auch und begrüße euch ganz herzlich zu diesem kleinen Special, wenn man so möchte. 612er Special, weil nun mittlerweile mehr als 612 Zuschauerinnen und Zuschauer hier dabei sind auf dem Kanal. Von daher dachte ich mir, wäre es doch sehr, sehr angemessen, hier mal mit der Vaurier 612 mal durch die Gegend zu fahren. So, Netzschalter auf 1. Spitzensignale geben wir mal direkt auf hell. Stellen wir uns auch hier auf die Spitzensignale ein. Führerraumbeleuchtung machen wir uns einmal kurz an, damit wir auch was sehen. So, Fahrtrichtungswender. Wo war der Fahrtrichtungswender noch gleich? Da. Und na? Ah, jetzt gehen die Türen auf. Sehr gut. Okay, dann haben wir soweit alles. Dann stehen wir einmal auf und gehen mal nach hinten. Ah, Fahrgastraumbeleuchtung müssen wir auch noch anmachen. Führerstand. Nee. Motor läuft. Leitwerk. Bremsschlüssel angleichen. Zuglichter. Da. Und zwar einmal hier hin, nach hinten an den Schaltschrank. Und dann machen wir uns nämlich. Was machen wir denn an? Da. SIFA, PZB und GNT. Auch wenn wir GNT nicht brauchen, aber gut, können wir auch theoretisch auslassen. Okay. Das passt soweit. Dann können wir die Türen auch schon zumachen. Hier Ziel Wuppertal. Da haben wir noch, auch noch 612er. Doppeltraktion 143. 422. Also herrlich, was los. Okay, dann lösen wir die Bremsen. Und schalten Leistung auf. Nee, machen wir noch nicht. Warum? Zugbremse ist gelöst. Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Achso, abkuppeln vielleicht auf. Aus. Netzschalter. Da jetzt. Ja, wir haben den Netzschalter zu früh angemacht. So. Und auf geht's. So, Wechselblinken ist an. Und wir halten halt als nächstes in Wuppertal-Oberbahn. So, langsam Fahrt zu erwarten. Bestätigen wir. Genau, wir dürfen erstmal mit 40 weiterfahren. Also lassen wir mal ausrollen. Herrlich, dieses Schienenkreischen. Also herrlich ist es nicht, aber schön, dass es halt verbaut ist.
Kann ich denn den Beleuchtungsdimmer anmachen? Gar nicht. Da nicht. Scheibenwischer, Sonnenblende. Okay, wir dürfen auf jeden Fall jetzt deutlich schneller fahren. Türknopfbeleuchtung. Aha. Probieren weiter in Langsamfahrt zu erwarten. Beziehungsweise Langsamfahrt. Eieiei, bei der Steigung 3% kommen wir kaum aus dem Quark. So, ab hier dann 80. Wo lässt sich denn die Pultbeleuchtung anmachen? Die Fahrplanleuchte. Jetzt haben wir es. So, langsam Fahrt mit, ja, fahren wir jetzt mal 50 weiter. Im HUD steht, dass wir 80 fahren dürfen, aber signaltechnisch eigentlich nicht. Huch. Jetzt können wir auf die 80 hoch. Na, doch, ja, 80. Ja, das Szenario ist in der Videobeschreibung verlinkt. Lässt sich auch übrigens nur spielen mit der Fahrterweiterungsmod, heißt also, das Ganze geht nicht auf der Konsole, das gibt es so nicht im Creators Club. Und was man als Paywall benötigt, steht halt bei der Mod auch verlinkt. Tarantarappe, Rosig Nord, Rhein-Ruhr Osten. Hauptstrecke Rhein-Ruhr, Baureihe 101 DLC. Oh, wir haben gleich Halt zu erwarten. Dann geben wir jetzt mal gar nicht so viel Stoff. Okay, schade, das lässt sich nicht bedienen.
Also lohnt sich jetzt gar nicht weiter mit der Geschwindigkeit hochzugehen, wenn es sowieso gleich eine Haltankündigung gibt, eine 90er-Einschränkung. Da lag jetzt auch kein Magnet. So, und da vorne ist auch schon Halt zu erwarten. Also Leistungsschalter auf 0. Leistungshebel, wohl eher gesagt. Und das wird natürlich bestätigt mit PZB wachsam. Feuerlöscher. Ja, wir lassen jetzt einfach mal rollen. Wir werden jetzt nicht weiter Leistung aufschalten. Sagen wir, stellen uns mal. Ja, es ist auch übrigens diese Wetter-Preset-Mod mit dabei bei diesem Szenario hier. Also habe ich jetzt aktiviert. Das ist das Wetter Misty. Also ziemlich vernebelt alles. Und ich finde, das macht ordentlich was her. Oh, das Signal ist umgesprungen. Sehr gut. Dann befreien wir uns mal. Die fahren wohl irgendeine S-Bahn oder sowas hinterher. So, ab hier dürfen dann 100 gefahren werden. Erklären, wofür das hier ist. Um irgendwelche Tauben zu verscheuchen. So, 100 sind gleich erreicht. Es geht ein bisschen bergauf. Deshalb dauert das noch ein bisschen. Wir haben die 100. Leistung weg. Direkt auf 0 setzen. Und ein bisschen Leistung aufgeschaltet lassen. Ja, jetzt kommt er. Was haben wir da? Eine V60. Hallo. So, und das ist eine Ankündigung für 80. Wird bestätigt. Und einmal E-Bremse rein. So, 85 sind unterschritten.
Das geht immer noch bergauf, also müssen wir jetzt gar nicht viel weiter reinbremsen. Sag ich jetzt einfach mal als Laie. So, 80 sind erreicht, also wieder ein bisschen Leistung rein. Oder rauf. Aber wir haben eine Ankündigung auf Langsamfahrt zu erwarten. Also gebe ich da jetzt mal gar nicht so viel Leistung rein. Und zwar 40, okay. Dann Leistung komplett weg und wir lassen ausrollen. Sagen, bisschen Bremskraft rein. Und zack, 40 sind erreicht. Hier in Gevelsberg West. Was auch immer man hier möchte. Noch ein bisschen Leistung wieder dazu. Das muss, glaube ich, nicht bestätigt werden. Ist ja nur ein Vorsignalwiederholer. Ich mache es aber trotzdem. Okay, langsam Fahrt gilt ab hier. Okay, wir wechseln wohl einmal das Gleis. Daher wohl auch die Langsamfahrt. Interessant ist, dass da stand, dass die Elektrifizierung für das Gleis hier links endet. Aber das endet ja in diesem Sinne nicht, sondern das Gleis an sich endet. Also mit einem Dieselfahrzeug kommt man ja da auch nicht viel weiter. So, ich denke mal, jetzt dürfen wir dann auch wieder auf Streckengeschwindigkeit hoch, ne? Also 80. Und einmal rein in den Tunnel. Workzone. Kann es sein, dass wir noch nie zusammen in diesem Tunnel gewesen sind? Das ist gerade für mich echt das erste Mal, glaube ich. Doch, ich glaube schon. Witzig. Das ist doch über die S-Bahn-Strecke, ne? Ist das die S-Bahn-Strecke? Ich glaube schon. Bin ich noch nie lang gefahren. Ah, schön. Nach so langer Zeit trotzdem noch mal was Neues entdeckt. Oh, wir sind so schnell. So. Warum auch immer wir auf dem Gegengleis hier unterwegs sind, aber da wird sich schon unsere Fahrdienstleiterin oder unser Fahrdienstleiter was dabei gedacht haben. Oder es ist halt einfach nur der TSW.
Okay, Halt zu erwarten. Wir bremsen. Und bestätigen. Das ist ein RE. Übrigens gerade 50 FPS. Ja, sehr gut. Ah, gar kein rotes Signal mehr. Hier vorne von der RBH die 112. Ne, gar nicht 143. Dann wieder hoch auf die 80. Befreien wir uns. Und 120 dann ab hier. Natürlich nur, wenn unser gesamter Zug dran vorbei ist. Was ja jetzt der Fall sein wird. Schlimm, wenn die Sicht so krass eingeschränkt ist. Wobei es geht, wir können die Signale noch halbwegs sehen auf eine gewisse Distanz. Oh, so halbwegs. So, was kommt da vorbei? Das sieht aus wie ein Teil 2 der Nordwestbahn. National Express. Nicht Express. Hier mal über die Autobahn, beziehungsweise unter die Autobahn her. Ja, definitiv eine Autobahn, wenn auch ein bisschen langsam für eine Autobahn. Hier vorbei an dem Güterbahnhof. Was steht denn da? 185. Und da kommt ein Kollege. Einmal ganz kurz geluschert, was hier zu sehen ist. Ah ja. So, ob hier vorne gelten 50. Ups, ne, nicht aufstehen. Vermutlich werden wir jetzt wieder über irgendein anderes Gleis geleitet, oder? Also über eine weiche Verbindung, weil wir müssen den Oberbahn halten. Und dann fahren wir aber noch durch bis nach Wuppertal-Barm, Unterbarm und dann noch bis zum Hauptbahnhof. Hier die Schwebebahnhaltestelle.
Und dann halten wir hier. Ganz, ganz knapp vor dem Signal. Hier ist der Magnet, der 1000 Hertz Magnet. Sehr schön. Hier steht noch ein Talent 2 von National Express, hier auch noch. Vermutlich RB48, denke ich mal, ne? Fährt ja hier rum in der Gegend. Beim guten alten Bauhaus. Und da stehen wir. Türen zu. Türen sind zu. Und dann würde ich sagen, Bremse lösen. Und dann in Wuppertal-Barmen, da halten wir dann. Wir dürfen 100 fahren. Und sich gar nicht, dann 1,6 Kilometer sind wir dann auch schon in Barmen. Also dieser Ruhrgebietsflair kommt schon recht gut rüber, muss ich sagen. 100 ab hier. Ah, es ist schon cool. Gefällt mir jedes Mal wieder, muss ich sagen. Rhein-Ruhr-Osten. Eher eine kurze Strecke, aber eigentlich recht ausgefallen. Das mal ordentlich reinbremsen. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Da werden wir überholt vom RE. RE4 vermutlich, ne? Eigentlich bis vor kurzem noch mit 111ern gefahren, also bis, ich glaube, letztes Jahr noch. Mittlerweile ist das, glaube ich, der Desiro HC. Ja, einmal die Unterführung entlang geflogen. Dann sind wir jetzt auf der Seite. Machen die Türen zu. Schön, oder? Habe ich nie in Realität erlebt, die 612er.
den holen wir nicht mehr ein. Unterbarmen, da halten wir dann. In 2 Kilometern. Und wir dürfen 100 fahren. Stark, von daher lohnt es sich schon frühzeitig anzufangen zu bremsen. 90. War kein Magnet verbaut, das passt. So, 60 sind schon mal erreicht. Da steht noch eine S-Bahn. Und da kommt eine Intercity. Das sieht sehr aus wie Wuppertal, definitiv. Das passt ganz gut. Okay, Türen können wir gleich zumachen. Lässt sich das Fenster? Ja. Okay, Türen zu. Türen sind zu. Werfen wir einen Blick auf den Bahnsteig und auf geht's. Und letzter Halt in Wuppertal Hauptbahnhof. 60er Ankündigung. Also wieder runter mit der Geschwindigkeit. 50? Wo kommen denn die 50 her? Aha, der muss vor einem roten Signal warten. Interessant. Und wir haben halt zu erwarten. Okay. 60, aber für uns geht das jetzt ja hier nach links, okay. Und dann vermutlich jetzt noch mal nach links, oder? Ja, genau deshalb die 50er Einschränkung. Was haben wir denn hier? RE, S-Bahn, eieiei, wieder bestens gefüllt. Also KI-Verkehr toll, top. Und ich sehe ein rotes Signal. Halt an. Ich habe irgendwie gedacht, dass das Signal weiter hinten steht.
muss ich sagen. Hat mich jetzt schon leicht zum Schwitzen gebracht. Türen auf, ein letztes Mal. Und mit diesem prall gefüllten Bahnhof, mit diesem wundervollen Blick, sagen wir mal hier von der Brücke. Also wirklich ganz, ganz toll. Schön zentriert. So. Und Screenshot gemacht. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh, jetzt fährt hier noch was ein. Ja, Tatsache, noch eine S-Bahn. Hey, hey, hey. Ja, also mit diesem wirklich wundervollen Bild verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut. Danke, Ende.